als komplett aktiver Mensch plötzlich nicht mehr am Leben teilnehmen zu können und einfach nur noch bettlägerig zu sein, ist für mich im Prinzip völlig unvorstellbar. Ganz ungünstig an diesem Transfer mit einem Glückstädter ist, dass die Ressourcen, die Möglichkeiten des Patienten, sich zu bewegen, eingeschränkt werden und dass so ein Transfer extrem mühsam wird für den Patienten und dann auch für die Pflegekraft. Und natürlich besteht ein erhöhtes Dekubitusrisiko, eine Druckstelle kann entstehen, also insgesamt ein ungünstiger Transfer. Optimal ist ein Transfer in Richtung Kopfende, wenn der Patient möglichst viel mithelfen kann, eigenaktiv sein kann und dadurch für den Patienten die Bewegung leichter wird und die Mobilität im Bett gefördert wird. Genau. Ich helfe Ihnen ein bisschen. Genau. Für uns Pflegekräfte ist es optimal, weil wir rückengerecht arbeiten können und weil wir auch sehen, dass der Patient immer mobiler im Bett wird, mithilft. Ich fühle mich zu was nutze, auch wenn ich ansonsten eigentlich nur im Bett liege, aber ich kann selber mithelfen. Für die Angehörigen, die jahrelang pflegen und unterstützen, ist es ganz wichtig, rückengerecht zu arbeiten, bestimmte Möglichkeiten auch zu haben, wie sie gut unterstützen können und eben auch Gleittücher anwenden, damit der Transfer für sie selber und ihre zu pflegenden Angehörigen leichter wird. Genau, jetzt können Sie wieder auf den Rücken zurückrollen, die Hände auf die Brust nehmen. Genau. Ein Patient, der nicht mehr so mobil ist, kann wunderbar mit einem Gleittuch unterstützt werden oder auch Rutschtuch genannt. Dadurch werden die Scherkräfte verringert und wir können rückengerecht arbeiten. Und dieser Transfer ist für den Patienten und für die Pflegekräfte optimal. Die Zusammenarbeit mit den Pflegekräften ist dadurch erheblich erleichtert, weil ich einfach auch weiß, was ich machen muss, weil ich mit einbezogen werde, weil einfach nicht nur mit mir gemacht wird, sondern weil ich auch selber mithelfen kann. Schönen Danke. Tag noch, ne? Tschüss. Ihnen auch. Tschüss.